In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum das fehlende Know-how im Bereich Digitalisierung und Innovation eines der meist unterschätzten Bereiche als Kanzleienhaber ist. In der Steuerberaterbranche spricht jeder von Digitalisierung, Automatisierung und starken Veränderungen in der Zukunft. Experten und ihre Lösungen sprießen aus dem Boden wie Osterglocken im Frühling. Doch wie reagiert die Branche? Verunsichert. Wer kann jetzt tatsächlich weiterhelfen und vor allem wie? Unzählige zusätzliche Herausforderungen neben dem Tagesgeschäft. Wie bewältigt eine einzelne Kanzlei all das ohne die wirklich richtige Beratung? Daniel Terwersche ist innovativer Coach für Steuerberater und zeigt dir in seinem Podcast, wie es funktioniert. The New Generation Steuerberater. Wie Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter zu den Gewinnern im digitalen Wandel unserer Zeit gehören werden. Hör zu, fang jetzt an, deine Kanzlei für die Zukunft fit zu machen. Die Zeit ist reif. Ja, jetzt sind wir hier bei der vierten Folge im Bereich der vier meist unterschätzten Bereiche als Kanzleiinhaber. Und das Thema haben sicherlich viele im Kopf. Und zwar das Thema fehlendes Know-how im Bereich Digitalisierung und Innovation. Und hier möchte ich mal wirklich auf Software, auf Prozesse, auf diesen ganzen Bereich mal mit darauf eingehen. Denn ich kenne viele gute, innovative Kanzleien. Ich kenne aber keine Kanzlei, die so innovativ ist, wo der Kopf, also sprich, wo der Kanzleiinhaber nicht selber auch ein echtes Know-how aufgebaut hat in diesem Bereich. Ich habe auch andere Steuerberater, die sagen, ja, wir wollen uns innovativ und digital aufstellen und ich habe da jemanden eingestellt, der kümmert sich darum. Oder aber eine Alternative, wir haben da jetzt mal einen digitalen Consultant von XY, der macht das bei uns. Das funktioniert natürlich auch auf einer gewissen Ebene, doch das ist so ähnlich, als wenn ich eine Steuerkanzlei führen würde. Ich habe zwar keine Ahnung von der steuerlichen Situation, aber ich kann ja Leute einstellen, die das wissen. Glaubt ihr, das würde gut gehen? Ich glaube, in den meisten Fällen geht es nicht gut. Denn selber als der Chef sollte man schon gewisse grundlegende Dinge besser oder mindestens genauso gut sich auskennen oder wenigstens richtig mitsprechen können, bevor das irgendwelche Mitarbeiter oder externen Leute für einen umsetzen. Und deswegen ist mein Appell an euch als Kanzleiinhaber dieser, dass ihr selber euch mit gewissen Themen beschäftigt. Eines der wichtigsten Themen ist sicherlich digitale Zusammenarbeit mit den Mandanten. Aber auch das Thema, überhaupt zu wissen, wie die Prozesse in deiner eigenen Kanzlei laufen und diese auch zu dokumentieren und diese Prozesse, wie sie auch durchgeführt werden, auch zu kommunizieren. Es muss nicht so sein, dass du als Kanzleiinhaber jeden Mitarbeiter erklärst, wie er seine Aufgabe zu tun hat. Wobei, man könnte es so tun. Aber da kannst du das zum Beispiel mittlerweile sehr gut mit Videoaufzeichnungen machen, indem du das per Video erklärst. Und oder unterstützt durch ein Kanzlei-Wiki oder durch ein innovatives, digitalisiertes Handbuch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch das Thema Dokumentenmanagement. Ja, also wo liegen die Dokumente, wie werden sie abgelegt, welche Strukturen habt ihr dann dafür in der Kanzlei, wie funktioniert es mit Homeoffice-Arbeitsplätzen, welche Geräte sollte man einsetzen, um möglichst flexibel zu sein, macht es Sinn, irgendwo auch noch iPads mit OneNote anzuschaffen oder nutzt man Surfaces, um in der ASP-Umgebung richtig überall mitarbeiten zu können. Dann das Thema, welches Papier landet eigentlich noch bei den Mitarbeitern auf den Tischen? Ist es überhaupt noch erforderlich oder müssten nicht alle Unterlagen schon vorher digitalisiert werden? Zum Beispiel über eine digitale Schleuse, über einen Dokumentenscanner, wo alles eingescannt wird. Wenn nicht, warum passiert das noch nicht? Gibt es immer noch Alternativen in der Kanzlei, Dinge
analog machen zu können, macht es vielleicht Sinn, diese Alternativen den Mitarbeitern wegzunehmen, damit die halt auch mehr oder weniger gezwungen werden, sich mit den digitalen Dingen auseinanderzusetzen. Das sind alles Themen, die kann dir kein Mitarbeiter, die kann dir kein Consultant abnehmen, sondern dafür musst du stehen, dafür musst du auch nach vorne hin blicken und das auch nicht nur predigen, sondern auch selber leben. Und das erlebe ich immer wieder, dass Kanzleienhaber das halt nicht tun. Da ist es zum Beispiel so, dass auch vielleicht von mir aus auch zu Recht, aber nichtsdestotrotz vor der Belegschaft über das DMS geschimpft wird. Da wird darüber gesprochen, dass doch sowas wie DATEV-Unternehmen online viel zu kompliziert ist, um das dem Mandanten mitzugeben. Da sieht man auf einmal den Kanzleienhaber, wie er selber noch eine Handakte und einen Pendelordner auf dem Tisch hat und das Büro voll Papier platzt. Wenn ich das sehe oder das auch mitbekomme, dann ist eines der ersten Dinge, die ich dann gerne mitteile, wenn du es nicht machst, warum sollen es dann deine Mitarbeiter machen? Und das hat häufig was auch mit der eigenen Komfortzone zu tun. Natürlich auch durch fehlendes Zeitmanagement, weil ich vielleicht auch gar keine Zeit habe, mich damit zu befassen. Oder durch den fehlenden Fokus, weil ich denke, es hat ja immer schon so funktioniert. Und das nicht vorhandene Unternehmertum, weil ich ja selber bis zum Hals in Fibus und Jahresabschlüssen stecke. Mag alles sein. Doch wenn du als Kanzleienhaber nicht vorangehst, wie in deiner Kanzlei digital gearbeitet wird, du nicht vorangehst, zu sagen, dass der Mandant doch bitte digital zusammenarbeiten soll mit deiner Kanzlei und auch weißt, wie das Ganze funktioniert. Wenn du nicht in der Lage bist, zusätzliche Softwarelösungen zu bewerten oder die Vorteile herauszukristallisieren, dann ist es schwierig, das in deiner Kanzlei und auch zu deinen Mandanten zu transportieren. Und wenn das bei dir nicht vorhanden ist, oder du vielleicht diesen Irrglauben aufsitzt zu sagen, ist nicht mein Ding, ich habe andere Leute dafür, die sollen das bei mir umsetzen, dann wird es schwierig, bis es ist vielleicht sogar zum Scheitern verurteilt. Deswegen, die vierte meist unterschätzte Bereich oder der viert meist unterschätzte Bereich als Kanzleienhaber ist es, sich nicht um die Digitalisierung, um die Innovation als Chef selber darum zu kümmern. Also, ich möchte nochmal in dieser Viererreihe, in dieser vierten Folge noch einmal kurz das einmal zusammenführen, was wir in den letzten Folgen einmal besprochen haben. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, um zu sagen, in welchen vier Bereichen möchte ich mich jetzt neu aufstellen oder aber mich nochmal neu erden oder committen oder mich im neuen Norden, wie auch immer man das nennt, dann hier nochmal die vier Bereiche, die ich dir wärmstens ans Herz legen möchte. Das eine ist der fehlende Fokus. Das ist jetzt negativ da gesprochen. Das heißt, fokussiere dich. Gucke einfach mal, plane mal im Voraus. Wo möchtest du hin? Lass dich nicht so treiben von den ganzen Anforderungen, die kommen, sondern du beschreitest den Weg aktiv. Dann sieh zu, dass du mehr an deiner Kanzlei arbeitest. Das heißt, das fehlende Unternehmertum, indem du Dinge abgibst, indem du selber für dich entscheidest, was du vielleicht 2 Tage in der Woche machst, um deine Kanzlei nach vorne hinzubringen. Und um das alles zu tun, führe ein ordentliches Zeitmanagement ein für dich. Mit kleinen Hebeln, mit kleinen Veränderungen in deinem Kopf schaffst du da schon Großes und schaffst dir Freiräume, um halt auch an den anderen Bereichen zu arbeiten. Und an den anderen Dingen zu arbeiten ist auch, dir fehlendes Know-how vielleicht aufzubauen, also das Know-how, was dir fehlt, dann doch zu erwerben in der Zeit, die du jetzt geschaffen hast, um den Bereich Digitalisierung, um den Bereich Innovation in der Kanzlei weiter voranzubringen. Wenn du diese vier Bereiche nicht mehr unterschätzt, sondern das zur Chefsache machst, das auch wirklich konsequent umsetzt, bin ich mir sicher, bist du weiter als 98% der anderen Kanzleienhaber. Und alleine durch diese Einstellung und in diesen vier Bereichen daran zu arbeiten, wird dich enorm weiter nach vorne hinbringen. So, und ich hoffe, dass du in diesen vier Folgen ein wenig nochmal vielleicht nicht was komplett Neues gelernt hast, aber vielleicht nochmal für dich
in Ruhe nochmal das nochmal beigebracht hat, beziehungsweise dich nochmal so weit auf den Punkt gebracht hat, dass du jetzt weißt, wo du in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr deinen Fokus drauflegen solltest und noch mehr daran arbeiten sollst. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Das war nur ein kurzer Einblick. Exakt auf deine Situation zugeschnitten, können wir gerne ein Erstgespräch vereinbaren. In dem Gespräch wirst du erfahren, ob und wie wir dich in deiner Situation unterstützen können, damit auch du schon sehr bald zu den Gewinnern im digitalen Wandel gehörst. Besuche jetzt unsere Seite auf www.kanzleistratege.de und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir deine Potenziale, deine Engpässe und deine Ziele besprechen und dir sofort echte Mehrwerte mitgeben. Mach dir eins bewusst: Durch unsere New Generation Community mit anderen Kanzleiinhabern und durch unser professionelles Coaching-Team wirst du viel schnellere und viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn du alles alleine umsetzen müsstest. Du hast noch Bedenken, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Du möchtest erst noch andere Projekte abschließen. Du meinst, du bekommst das alleine hin. Du hast so viel zu tun, dass du meinst, du kannst das alles eh nicht umsetzen. Falsch, 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 falsch. Warte nicht. Verliere nicht weiter wichtige Lebenszeit. Sichere dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch unter www.kanzleistratege.de. Durch unser Coaching verschaffen wir dir mehr Zeit, passende Mitarbeiter, Struktur, Gelassenheit, Spaß an der eigenen Kanzlei. Finde keine Ausreden, gestalte mit uns deine Zukunft. Leg jetzt los!